Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play This is The Police. Im Moment haben wir so einen kleinen Höhenflug. Im Moment läuft einfach alles prima, alles funktioniert und wir machen gewaltige Fortschritte im Erreichen unserer Ziele. Wir haben die Mafia zerschlagen, wir sind gerade dabei, einen Autohändlerring auszuheben. Wir haben die $500,000 zusammengesammelt, die wir für unseren Ruhestand brauchen. Und wir haben erste Hinweise auf den Verbleib unserer verschwundenen Frau Laura, auch wenn das Ganze nicht ganz so läuft, wie Jack das höchstwahrscheinlich gerne hätte. Es läuft im Moment einfach gut. Ich würde fast sagen, es läuft im Moment ein bisschen zu gut. Das kann nicht mehr lange so gut weitergehen. Ich befürchte, bald kommt hier der nächste Absturz. Die nächste Katastrophe versteckt sich gerade so hinter dem Horizont. Aber heute ist der 19. Oktober. Es ist ein Samstag und die Zeitungen haben natürlich wieder fröhlich ihre Texte getippt und geschrieben. Wir haben drei Zeitungen auf dem Tisch liegen. Wer bestellt eigentlich drei Tageszeitungen zu sich nach Hause? Aber ist egal. Analyst. Beliebtheit von Versicherungen steigt. Hochqualitatives Falschgeld flutet Freebergs Märkte, kann aber nicht mehr von Vickes Vaga kommen, weil den haben wir ausgeschaltet. Und sprechender Papagei erschreckt Leichenschauhausangestellten. Oh, das ist fies. Das ist echt fies. Ja, ich bin gerade überlegen, sollen wir wirklich mal wieder einen Spitzel einstellen? Cross ist müde, ja, dann kann er nach Hause gehen von mir aus. Faust hat zu viel getrunken, der kann auch nach Hause. Mein Hund hat Geburtstag und ich will den Tag mit ihm im Park verbringen. Kann ich frei haben? Nein, Mole, leider nicht. Echt, es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Wir können von mir aus, was ich jetzt im echten Leben anbieten würde, was natürlich hier in diesem Spiel bedauerlicherweise nicht geht, ist, ich würde Mole anbieten. Pass auf, komm kurz zur Arbeit. Wir fahren mit unseren Leuten kurz dahin, verhaften den Kerl und dann kannst du nach Hause gehen und den ganzen restlichen Tag mit deinem Wauzi spielen. Habe ich überhaupt kein Problem mit, aber das geht leider nicht, also bleib hier. Davis hat so viel getrunken, mein Hund hat Geburtstag, ja, vergiss es. Ja, wenn ich das Mole nicht gestatte, dann hast du absolut gar keine Chance. Heute ist ein großer Schlussverkauf. Alter, was ist denn das für eine Scheißschicht hier? Die anderen, die motzen nicht so viel rum. Und hier kriege ich immer 10.000 Benachrichtigungen, warum irgendjemand aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen heute zu Hause bleiben will. Meine Fresse, ey. Meine Katzen haben abgelaufene Sahne gegessen und hatten die ganze Nacht Durchfall. Inzwischen geht es ihnen besser, aber ich würde gerne den Tag über bei ihnen bleiben. Kann ich den Tag... Natürlich! Natürlich! Kümmere dich um deine Katzen. Für Katzen habe ich ein großes Herz, ne? Klein Katerchen, ja. Das weißt du auch, ne? Ja. Lässt er sich kuscheln, fängt er an zu schnurren, ist total süß. Okay, so. Wann hat Roy eigentlich das letzte Mal gearbeitet? Aua. Nämlich gerade mit der Hand gegen den Schreibtisch. Hat man garantiert in der Aufnahme gehört. Aber ich war ernsthaft, wann war der das letzte Mal auf der Arbeit? Ja, ich komme langsam an den Punkt, wo ich denke, leck mich doch am Arsch. Ich bin ganz ehrlich, ich würde ja gerne irgendwelche Musik anmachen hier, aber ich glaube, das sind alles lizenzierte Lieder und ich will da keinen Stress kriegen. Das ist ja der Grund, warum wir hier immer ohne Musik spielen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Tag 100 hier der Stichtag für irgendwelchen Scheiß ist. Nee, erstmal ist der Autodiebstahl dran. Vor allem anderen ist der Autodiebstahl dran. Ich will Mole nach Hause schicken dann. So, die Profi-Diebin. Nina Ware ist eine erfahrene Diebin. Sie hat noch nie einen Kratzer im Lack hinterlassen und muss nie auf Gewalt zurückgreifen. Um in private Bereiche hineinzukommen, verwendet Nina Ware immer gefälschte Papiere. Zum Beispiel die Lizenz eines Privatermittlers oder die Marke eines Brandinspekteurs. Die Kameras rings um den Club Einhörner von Arcadia wurden abgeschaltet, um die Privatsphäre der Gäste zu wahren. Nina Ware verwendet meist einen flexiblen Stab, um Autotüren zu öffnen. Aber diese Diebin ist sehr zierlich und biegsam und könnte auch durch die Öffnung zum Kofferraum in eine Fahrgastzelle klettern.
Nidavari verwendet niemals Schlüssel. Echte Profis brauchen keine Schlüssel. Das Geile ist, dass wir nur 3 Bilder brauchen, um diesen Fall abzuschließen und genau 3 Bilder haben. Das heißt, wir wissen jetzt schon im Voraus ganz genau, welche Bilder die richtigen sind. Sie verschafft sich Zugang. Flup. Sie öffnet das Auto und sie lässt den Zünder springen. Der Verdächtige ist Nina Varé, in der Autowaschanlage als Buchhalterin geführt. Und eigentlich ist das schon ein bisschen peinlich, ein kleines Armutszeugnis, dass wir diese Ermittlungen überhaupt anstellen mussten, obwohl wir ja von unserem Informanten schon wussten, dass Nina Varé eine blöde Kriminelle ist. Ich kann anzukratzen. Nina Varé führt sauber Buch über ihre Einkünfte und bleibt oft lange auf der Arbeit. Da werden wir auch als erstes nach ihr suchen. Was haben wir hier? Nina Varé liebt Pizza. Ja, nee, erstmal hierhin. Und zwar nehmen wir Bukarica und Proctor mit und natürlich unser SWAT-Team, um auch nochmal sicher zu gehen. Ich bin so ein Idiot! Ich habe doch gesehen, dass da Bombendrohung steht. Warum schicke ich das SWAT-Team weg? Oh, jedes Mal der gleiche dämliche Fehler. Ich bin so bescheuert. Eine Frau hat mit umgestaltetem Sprengstoff ein Einkaufszentrum betreten. Sie hat den Kinderspielzeugladen in Brand gesteckt und sich dann zu einem Gebet hingesetzt. Augenzeugen berichten, dass sie auf ein göttliches Zeichen, sich in die Luft zu jagen, wartet. Ja, da müssen wir sofort reagieren. Und da muss ich hoffen, dass ich bei dem anderen Fall nicht so viele Polizisten brauche. Hier beim Betrug. Hallo, hier ist Bill Buckler. Ich habe eine Telefonsexnummer angerufen und wollte mit dieser Blonden mit den dicken Brüsten verbunden werden. Aber die Frau am anderen Ende der Leitung war dann meine Cousine zweiten Grades, Cheryl. Wir haben erst nach einer Weile herausgefunden, wer wir sind. Dann hat sie angefangen zu weinen und aufgelegt. Sie hat ein Gesicht wie ein Hackebeil und muss mindestens 50 sein. Ich will, dass diese Telefonsex-Schwindler verhaftet werden. Ehrlich gesagt ist das, glaube ich, absolut kein Verbrechen, aber mein Gott, wir können da mal wen hinschicken, was soll's. Wir haben ja gerade eh nicht so wirklich großartig was anderes zu tun. Ich meine, es gibt da nur eine Frau, die in einem Kinderspielzeugwagenladen sitzt und sich in die Luft sprengen will. Aber diese Telefonsex-Geschichte, die hat natürlich bei uns absolute Priorität. Hier hat nichts Verbrecherisches stattgefunden. Richtig, sage ich doch. Die Verdächtige kniet am Boden, scheint alles ringsum zu ignorieren und zu beten. Auf die Verdächtige zielen und warten. Ich weiß noch nicht, worauf wir gewartet haben. Vielleicht auf das Zeichen, sie zu verhaften, aber na gut. Das war der falsche Ort. Die ist nicht auf der Arbeit. Schitte. Der alkoholkranke Eugene Ward hat $45.000 in der Lotterie gewonnen. Er ist mit dem Geld nach Hause gegangen und hat vor seinen Saufkumpanen angegeben. Sie alle tranken auf Mr. Ward und sein Glück. Als er dann betrunken genug war, schlugen sie ihn zusammen und stahlen das Geld. Das ist natürlich scheiße. So, ich wollte mal zum Stellvertreter. Ich möchte mal wieder einen Spitzel anheuern, bin ich ganz ehrlich. Und zwar nehmen wir Klaas. Klaas ist unser Spitzel. So. Jetzt seht mal zu, dass ihr zurückkommt. Wir haben da einen Raub zu klären. Und danach, du Scheiße! Ah, nicht alles auf einmal, nicht alles auf einmal. Ich bin total überfordert. Ich bin total überfordert. Was haben wir hier? 3 Teenager haben herumgealbert und aus Versehen ein Regal mit teurem Cognac umgestoßen. Der Besitzer des Ladens hat versucht, sie aufzuhalten, aber die jungen Leute haben ihn schwer verprügelt, ein paar der heilen Flaschen aufgesammelt und sind dann hinausgerannt. Da, okay, dann kümmert ihr euch mal darum. Okay, was haben wir hier hinten? Ein paar Leute haben 2 Teenager erwischt, die rassistisches Graffiti an ein Haus geschmiert haben. Sie haben angefangen, sie zu verprügeln und es hat sich eine Menge versammelt, die die Täter anfeuert. Ich denke, sie könnten die Jungs umbringen, sagt ein Zeuge. So, da schicken wir mal 3 Leute hin. So. Dann als nächstes, was haben wir hier? Betrug in der Bank von Freeburg.
Bei der Polizei sind mehrere Beschwerden über eine bestimmte Bank eingegangen. Ihre Kunden sagen, dass sie mehrere gefälschte Geldscheine erhalten haben, während der Bankmanager jegliche Schuld von sich weiß. Das überprüfen die beiden hier mal. Was war das jetzt hier? Versuchter Mord. Ein nervöser Mann hat berichtet, dass eine Kellnerin versucht habe, ihn mit einer seltsamen Flüssigkeit zu töten. Das ist ein falscher Alarm. So, was... ich hoffe, es gab keine Toten. Ja, immerhin etwas. Was haben wir hier? Mr. Bolt, ich habe ein ernstes Problem. Brandinspekteure haben meinen Wolkenkratzer mit einer spontanen Inspektion heimgesucht und das Gebäude wegen schwerwiegender Vergehen gegen die Sicherheitsvorschriften räumen lassen. Ich hatte mit den letzten Zuständen schon alles geregelt gehabt, aber der neue Chefinspekteur weigert sich zu verhandeln. Ich will, dass Sie ihm Ihre überzeugendsten Angestellten ins Büro senden. Weisen Sie sie an, dem sturen Inspekteur die hiesigen Regeln beizubringen. Ich verliere jede Stunde Geld wegen seiner Prinzipien. Na gut, aber nur, weil es Geld dafür gibt. Wir tun natürlich das Richtige. So, auf den versuchten Mord kann ich leider nicht eingehen. Der nervöse Gast mochte die Farbe seines Kaffees nicht. Ja, dass das irgend so ein Blödsinn sein würde, habe ich mir schon gedacht. Bei einem Amateurturnier des beliebten Kartenspiels Verliese und Echsen, Dungeons and Dragons, sehr geil, zog ein Spieler, der kurz vor der Niederlage stand, ein Messer und stach seinen Gegner in die Hand. Dann griff er sich den Schiedsrichter und verlangte, zum Sieger erklärt zu werden. Alter, ich bin sowas von verspannt gerade hier in der Schulter. Ich glaube, ich brauche echt nochmal einen größeren Stuhl, so einen richtigen Bürostuhl oder sowas. Ich habe hier im Moment nur einen Sessel stehen. Aber dafür muss man erstmal die nötigen Finanzen haben, nicht ganz ehrlich. Ein Arbeiter von der Baustelle sagt, dass einer der anderen Männer betrunken zur Arbeit kam und zum Kran hinaufgeklettert sei. Der Mann konnte kaum stehen und war sich offenbar nicht bewusst, was er da tat. Ach du Scheiße. Was ist eigentlich heute in der Stadt los? Wieso kommt das hier so Schlag auf Schlag und Peng auf Peng? Ein Scheiß nach dem anderen, das ist doch nicht wahr. Ein Pärchen Obdachloser stolpert nahe des Tors herum, bei dem die Täter zuletzt gesehen wurden. Ich hab schon komplett den Überblick darüber verloren, welcher Fall hier jetzt eigentlich welcher Fall ist und was für ein Angriff ist denn das jetzt hier? Die Obdachlosen befragen. Die Polizei hat ein paar Teenager gesehen, die der Beschreibung der Verdächtigen entsprechen. Die Teenager bemerken die Polizisten und werfen eine Flasche Cognac in ihre Richtung. Ach, das war das. Schüsse in die Luft abgeben, bitte. Meistens reicht der Einsatz von Schusswaffen ohne zielgerichtete Gewalt gegen einen Menschen, also zum Beispiel einfach die Waffe heben oder so, schon aus, um die alle zur Vernunft zu bringen. Ah, okay, der Bankmanager hat also tatsächlich Falschgeld produziert. Angriff im Ghetto, was war denn das jetzt für eine Geschichte? Das war die Geschichte mit den Jugendlichen, die da, mit den rassistischen Graffitis, ne? Ich habe keine Leute, ihr zieht euch zurück. Das hat keinen Sinn. Ja. Achso, das ist der betrunkene Mann. Autodiebstahl, Täter gefasst. Immerhin geht's ein bisschen weiter hier. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Mole, bist du nicht stolz auf uns? Der nächste Schritt in der Kette ist Stuart Hayes. Natürlich starten wir auch hier wieder die Ermittlungen direkt. Kang übernimmt den Fall und hat hier jede Menge Hilfe. So, das hier muss direkt von uns gehandhabt werden. Ist irgendwer in der Nähe, der sonst noch? Nee. Dann wird der Bauarbeiter wohl abstürzen. Obwohl, hier, Hatton und Petzka sind wieder da. Gerade so rechtzeitig. Die können da mal hinfahren. Und dann haben wir 10 Sekunden Zeit, dass die anderen zurückkommen. Oh, das geht ja gerade Schlag auf Schlag. Eine Verkäuferin in einem Zooladen hat berichtet, dass ein verrückter Kunde lange in der Terroristik vor sich hingestarrt und dann die Scheiben zerschlagen und Schlangen auf den Boden geworfen habe. Reptilien sollten frei sein, schrie er und verängstigte alle anderen Kunden. Die Verkäuferin ist ruhig geblieben. Zum Glück haben wir keine giftigen Tiere im Angebot. Ja, da können Dot und Familien gleich hin.
Okay. Vermilion und Strong geht natürlich auch. Dass sich die Lage hier in der Stadt mal ein bisschen beruhigt. Es ärgert mich, dass es schon wieder Tote gegeben hat. Ein betrunkener Kranführer hätte beinahe einen seiner Mitarbeiter zerquetscht. Den Lautsprecher verlangen, dass der Mann sofort mit seiner Aktion aufhört. Denn wenn er nur betrunken ist, dann war das vielleicht gar keine Absicht. Dann macht er das nicht mutwillig. Und dann kann man mit ihm natürlich auch sprechen. 4 Bilder, also mindestens 2 Tage Ermittlungen. So, wir packen... Wen packen wir denn da noch dazu jetzt? Moody, damit es etwas schneller geht. Und dann hier noch so ein paar Vollpfosten, damit die noch ein paar Punkte sammeln können. Damit wir da effektive Leute sitzen haben, die uns tatsächlich dann auch relativ schnell die richtigen Bilder geben können. Das klappt alles echt wunderbar. Ich bin begeistert davon, wie gut das hier alles läuft. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, wie gut das hier alles läuft, weil das kann nicht lange gut gehen. Massenschlägerei. Eine Frau hat angerufen, um einen Kampf zu melden. Ein Haufen Chinesen prügelt sich am Park. Beeilen Sie sich, hier sind Kinder! Ich wage einfach mal zu behaupten, dass das eine Kung-Fu- oder Karate-Schule oder irgendwas ist. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher und schicken da Leute hin. Und zwar von mir aus alle, die wir haben. Nee. Nicht alle, die wir haben. So machen wir das. Wenn die Lage eskalieren sollte, dann können die immer noch Verstärkung anfordern. Ich will nicht wieder in eine Situation geraten, wo ich 10.000 Notrufe kriege und keinen Beamten da habe, der in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren kann. Es war nur der Kampfsportclub Dragon's Lair, der sich im Freien getroffen hat, um die frische Luft zu genießen. Ja, da stand auch irgendwas in der Zeitung über Dragon's Lair jetzt die Tage, ne? Vergewaltigung. Im Vorbeifahren bemerkte ein Lastwagenfahrer einen abgerissenen Mann in einem blutbespritzten Hemd, der eine schreiende Frau an den Haaren in den Wald zerrte. Der Fahrer wollte direkt anhalten, hielt es dann aber für schlauer, schnell zu einem Telefon zu kommen und die Polizei anzurufen. Die Leute hier in der Stadt brauchen dringend Handys. So, Yancy, Song, Proctor, Crombie, Klaas und Griffith. Ich will nämlich, dass meine schwachen Leute hier noch ein paar Punkte sammeln bei solchen Aktionen, weil jetzt ist ja wieder etwas ruhiger, jetzt habe ich auch wieder mehr Leute, die ich in irgendeiner Art und Weise dann hier auf die Fälle auch ansetzen kann. Ein Feuergefecht in der Vorstadt, da kommt das SWAT-Team mit, natürlich. Der Kriegsveteran Asa Pickering ist mit seinem Nachbarn Albert Burnham in einen Streit über den Müll geraten, den er auf der Auffahrt zu seinem Haus lagere. Daraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung und Mr. Burnham zog seine Waffe, um das Feuer zu eröffnen. Er traf seinen Nachbarn am Oberschenkel, aber der Verletzte schaffte es zurück in sein Haus, um wenige Minuten später mit seiner eigenen Waffe zurückzukommen. Die Schießerei läuft immer noch und verirrte Kugeln fliegen in die Nachbarhäuser. Einer dieser ungezielten Schüsse hat die Teenager-Tochter von Alice Hawthorne verletzt, die die Polizei gerufen hat. Ich spiele es gerade auf Risiko, weil Hatton alleine kann natürlich auf keinen Notruf reagieren, der hier in irgendeiner Art und Weise jetzt reinkommen könnte, weil die ja nicht mehr alleine fahren. Es müssen ja immer mindestens 2 Leute irgendwo hingeschickt werden. An der vom Fernfahrer genannten Stelle findet sich eine Spur aus frischem Dreck und Blut, die in den Wald führt. Wir folgen der Spur einfach mal. Auf der Lichtung sind eine blutüberströmte Frau sowie ein wütender Mann, der sie würgt. Die Augen des Verdächtigen sind glasig, er scheint nicht er selbst zu sein. Mit dem Taser auf den Verdächtigen schießen, das ist fast immer die richtige Lösung. Ich glaube, bis jetzt ist das sogar immer die richtige Lösung gewesen in so einer Situation. Ich meine, erstmal ausschalten ist, glaube ich, immer eine gute Idee, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie man reagieren soll, weil... auch ein Unschuldiger, der wird dann halt getasert, ist unangenehm für ihn, aber da hat er keinen bleibenden Schaden von. Und man kann erstmal zusehen, dass man die Situation entschärft, dass man die Situation erstmal klärt und guckt, was genau da eigentlich los ist. Annahme von gestohlenen Waren, wir haben noch nicht alle richtigen Schnappschüsse, das war ja klar. Wir haben ja auch erst 3 von mindestens 4, die wir brauchen. So, das Feuergefecht ist unter Kontrolle. 2 Leute schießen aufeinander und... 7 Beamte und ein komplettes SWAT-Team rücken an, um sie aufzuhalten.
Nun, es sind halt Kriegsveteranen. Kriegsveteranen darf man nie unterschätzen. Das haben mir diverse Actionfilme und Actionspiele gezeigt. Dass man da vorsichtig sein muss. Na klar, ist alles gut. Tag 98. Ich bin echt gespannt, ob an Tag 100 irgendwas Besonderes passiert. Jetzt will ich einfach mein Zettelchen angucken. Im Polizeirevier sind wir zurzeit nicht so ganz beliebt. Aber wenigstens haben wir da jetzt wieder Informationen, jetzt da wir wieder einen Spitzel bezahlen. Wie kommt's? Ja, weil wir ständig sagen, nein, du darfst nicht zu Hause bleiben. Nein, du bleibst auf der Arbeit. Nein, dein Goldfisch hat keine Thrombose. Popstar Elena Moray ist wegen kleinen Ladendiebstahls angezeigt. Ja, das hatten wir ja schon. Die Geschichte mit dem Denkmal, ne? Mit Denkmal, sage ich schon, mit dieser Figur, die sie in ihre Handtasche gesteckt hat. Das haben wir ja direkt mitgekriegt. Das ist aber doch schon etwas länger her. Und die Zeitungen berichten erst jetzt darüber. Studie. Frauen nutzen Telefonsex mehr als Männer. Auf welcher Seite der Leitung? Magpie Verlag bietet kostenlose Schulbücher an. Das ist ausgesprochen nett vom Magpie Verlag. Und Jensen ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Ich habe Tickets für die Aufzeichnung einer Fernsehshow. Ja, von mir aus, geh dahin. Heute ist ein toller Tag, meine Tochter heiratet. Alter, das ist das dritte Mal, dass du mir das erzählst. Aber von mir aus... Ja, Mole, du von mir aus auch. Iwamoto kann nach Hause gehen. Wir müssen uns ja in unserem Polizeirevier hier mal wieder ein bisschen einschleimen, ne? Wir können noch mal eine Party schmeißen. Für 3000. Zum Beispiel, wenn wir die nächste Gang jetzt zerschlagen haben. So. Angestellten Willen zum Grillfest geschickt werden sollen. So, es ist natürlich die große Frage. Sind die dann, ich habe es jetzt einfach mal gemacht, um es mal auszuprobieren, weil ich möchte wissen, fallen die dann komplett aus, hebt das einfach nur ihre Stimmung gegen ein bisschen Geld oder was genau passiert da eigentlich? Wir werden es sehen. Eine Frau hat angerufen, um zu melden, dass sie einen Dieb auf frischer Tat ertappt hätte. Mir ist schon mehrfach Unterwäsche gestohlen worden, die ich nach der Wäsche zum Trocknen aufgehängt hatte. Heute habe ich gesehen, wie ein Teenager auf einem Fahrrad meine Lieblingshöschen von der Leine gezogen hat. Dieser verdorbene Junge radelt hier gerade durch die Nachbarschaft. Das ist eine Geschichte, da können sich Beard und Iwasema drum kümmern. Ich glaube, da brauche ich keine hochprofessionellen Beamten wie Samadi oder Kochi hinschicken. Die kann ich mir doch für etwas brenzlichere Notfälle aufheben, wie zum Beispiel einen bewaffneten Raub. Ein Junkie rannte in ein Diner, bedrohte alle mit einer Pistole und verlangte alles Geld aus der Kasse sowie die Portemonnaies der Gäste. Er hat 2 Schüsse in die Decke abgegeben. So, da fahrt ihr jetzt mal hin. Und kümmert euch drum. Bombendrohung, da brauchen wir das SWAT-Team bestimmt wieder. Ein junger und verängstigter Lehrer hat ausgesagt, einer seiner Schüler habe eine Bombe mit zur Schule gebracht. Der Junge war immer viel zu ernst für ein Kind. Ich hatte immer schon den Verdacht, dass da was im Argen war. Und als Ahmed heute in den Unterricht kam, habe ich in seinem Rucksack etwas ticken gehört. Ganz ehrlich, ich fange langsam an zu glauben, dass das ein falscher Alarm ist. Auf der anderen Seite geht es um Kinder. Und da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Mord. Der kopflose Leichnam von Borgos Sahak wurde im Schaufenster seines Souvenirladens gefunden. Starte mal die Ermittlungen. Das könnte nämlich durchaus interessant werden. So, die ersten Beamten sind auf dem Rückweg. Dann habe ich ja wieder ein paar Kapazitäten, um auf Notfälle zu reagieren hier.
Hier geht's das SWAT-Team und alles dahin und dann wird sich das natürlich als falscher Alarm erweisen, weil wir haben da schon wieder eine Bombendrohung. Alter Falter! Als er die Polizisten sieht, packt der Verdächtige eine Frau und richtet seine Waffe auf die Beamten. Hören wir uns mal seine Forderung an. Der Verdächtige stößt die Frau plötzlich von sich und rennt auf die Lieferantentür zu. Warum kann ich ihn nicht tasern? Ich schieße einfach auf ihn. Ja, ist nicht das richtige Vorgehen. Ich hätte eher mit dem Taser gearbeitet, aber na gut. In der Eingangshalle der Schule haben Schüler ein verdächtiges Bündel entdeckt, in dem sich eine Art Mechanismus in Verbindung mit Drähten und Röhren befand. Das Gebäude wurde sofort fast gänzlich evakuiert. Das ist doch auch in der Schule! Der Sportlehrer Spencer Nettles fing damit an, eine seiner Schülerinnen in einem Klassenzimmer zu belästigen. Sie schlug ihn mehrfach und versuchte, ihn zurückzudrängen. Aber stattdessen wurde der Mann wütend und begann, dem Mädchen die Kleider vom Leib zu reißen. Was ist das hier? Schulmädchenreport oder was? Der Terrorist war der 8-jährige Ahmed, der seine brandneue Armbanduhr mitgebracht hatte, um sie seinen Freunden zu zeigen. Ja, sowas habe ich schon befürchtet. Die Ermittlungen im Mordfall haben begonnen, das ist ja schon mal was. Dann kann ich da schon mal Detectives zuweisen und ich verliere total den Überblick über die ganzen Notfälle, die hier reinkleistern. Kindesmisshandlung. Im Spielzeugladen hat ein kleines Kind begonnen, sich aufzuregen und einen Spielzeugzug zu verlangen. Die Mutter hat erst angefangen zu schreien, dann den Jungen mit aller Kraft zu schlagen. Der Verkäufer hat die Polizei angerufen und gesagt, die Frau sei betrunken oder high und sich kaum bewusst, was um sie herum vorgehe. Ich fürchte, sie wird das arme Kind schwer verletzen. Da schicken wir mal Leute hin. So, Einbruch in der Vorstadt. John Whitman hat mit sehr langsamer Stimme ausgesagt, 10 Männer durch ein Fenster klettern gesehen zu haben, die jedoch alle gleichzeitig durch wollten und deswegen stecken geblieben seien. Es ist komisch und auch verängstigend, der Anblick. Voll seltsam, wie in einem Cartoon, fuhr Mr. Whitman in einem unnatürlich klingenden Tonfall fort. Der hat doch alle Zitationen, der Kerl. Da reagiere ich gar nicht drauf. Ja, auf die Vergewaltigung konnte ich leider nicht reagieren. Scheiße, ey. Die Bombendrohung war echt. Das Geile daran ist, dass ich Beamte und ein SWAT-Team in dieser befickten Schule vor Ort hatte, weil wir ja wegen dem Ahmed da waren. Die hätten sich das gleich angucken können. Aber nein, wir müssen ja alle erstmal zurück zur Polizeizentrale fahren und von da wieder genau dahin, wo wir gerade herkommen. Alter. Das regt mich gerade alles ein bisschen auf, was hier passiert. John Whitman hat die dreifache Dosis seiner Medikamente genommen und den ganzen Abend nur auf eine weiße Wand gestarrt. 10 in einem Fenster stecken gebliebene Männer waren nur einer der Cartoons, die er dort sah. Zerstörung von Privateigentum. Oh, Alter, meine Nase ist... Jetzt wird aber heftig hier. Oh. Ein wütender Kunde ist mit einem Baseballschläger in den Schauraum gekommen und hat dort angefangen, auf die ausgestellten Wagen einzuschlagen. Ich habe hier ein brandneues Auto gekauft, aber nach einem Monat wollte es nicht mehr anspringen und ihr Leute haben nichts dagegen unternehmen wollen. Der Besitzer wollte eingreifen und den Mann beruhigen, bekam dafür aber nur einen Schlag auf den Kopf. Die Situation spitzt sich zu und der Kerl mit dem Baseballschläger hätte sein Geld vielleicht eher in ein bisschen Benzin investieren sollen. Aber na gut, Samadhi, Gucci, Adama, kommen, auf geht's. Und auf einmal war es Stille. Die Frau schlägt weiter auf den Jungen ein, der offenbar das Bewusstsein verloren hat. Alter, du blöde Schlampe. Der Frau vorschlagen, dass sie besser einen Gürtel nehmen sollte. Die Frau vom Kind wegziehen. Und zwar auf der Stelle. Diese blöde Kuh. Ich glaube, ich spinne. Ein Kind besinnungslos schlagen. Ey. Wir haben einen anonymen Hinweis erhalten. Im Hinterraum eines Cafés, nämlich dem Sugar Daddy Café, ein
äußerst passender Name für das Verbrechen, das dort angeblich stattfinden soll, denn dort wird Kokain gelagert. Da schicken wir mal das SWAT-Team hin. So. Möglichst viele Leute nochmal Punkte sammeln. Wir hatten heute schon diesen Sturm an Notrufen. Ich hoffe einfach mal, ich gehe einfach mal davon aus, dass das an einem Tag nicht zweimal passiert, weil das wäre echt fies. So, McNamara Jr. und Donut gehen da noch mit dazu, wo ich eigentlich glaube, dass vier Leute einen Mann im Baseballschläger ausschalten können. Aber was soll's. Ist ja nur ein Mord, den wir dafür ungeahndet lassen, ne? Laurie Knauer hat mit einer emotionslosen Stimme angerufen und behauptet, jemand habe ihren Ehemann umgebracht und niemand würde etwas dagegen unternehmen. Ich habe ihn gerade begraben. Können Sie mir sagen, warum niemand etwas tut? Das ist Mord. Ist das nicht Ihre Aufgabe? Schaut euch das mal an, aber ich glaube, das ist ein falscher Alarm. Im Essbereich des Cafés ist nichts Verdächtiges zu sehen. Ein Pärchen unterhält sich leise an seinem Tisch, Bedienungen sind unterwegs, hinter der Bar steht ein breit gebauter Barkeeper. Den Barkeeper bitten wir, ins Hinterzimmer zu zeigen. Der Barkeeper wirft eine Kaffeekanne auf die Polizisten und zieht eine Waffe unter der Theke hervor. Bumm. Tut mir leid, Arschloch, aber meine Beamten lassen sich nicht bedrohen. Ich glaube, du spinnst, du Sackgesicht. Na, dann kommt mal schnell zurück. Wir haben da eine gewaltsame Auseinandersetzung, um die ihr euch kümmern müsst. Okay, den Kerl haben wir auch schon mal in Gewahrsam. Es läuft. So allmählich kriegen wir echt ein bisschen Ordnung in die Stadt, glaube ich. Ja, es gibt zwischendurch immer mal Ausreißer, aber im Großen und Ganzen... Laurie Knauers Ehemann ist an Krebs gestorben, an dem er über 4 Jahre litt. Während des Begräbnisses erlag sie ihrer Trauer und erlitt einen Schock. Sie ist derzeit nicht zurechnungsfähig. Ja, irgendwie sowas habe ich schon erwartet. So. Zwei Personen weigerten sich, gemeinsam einen Platz in der Schlange vor einem Nachtclub zu teilen und haben begonnen, miteinander zu kämpfen. Die Sicherheitsleute haben beschlossen, nicht einzugreifen. Warum nicht, ihr Arschlöcher? So, ihr beiden fahrt da mal hin. Wir haben hier noch einen Mord, um den wir uns kümmern müssen. Linda Hill berichtet, dass ihre Nachbarin Tamara Prostogna sich während des Abendessens mit ihrem Mann gestritten und dann einfach ein Messer gegriffen und ihm in den Hals gerammt hat. Sie ist vollkommen durchgedreht. Sie hat das Gas aufgedreht und wollte eine Flamme anzünden, um die ganze Wohnung mit den Kindern darin hochzujagen. Sie wollte nicht auf mich hören. Na, dann mal ganz schnell da Leute hin. Oh Mann. Was ist bloß nicht richtig mit den Leuten in dieser Stadt? Das ist doch... 6 junge Männer spielten Straßenfußball und haben aus Versehen ein Ladenfenster zerbrochen. Der Besitzer des Ladens kam raus, um sich darum zu kümmern, aber die Männer verprügelten ihn und spielten dann weiter. Ein Zeuge hat ausgesagt, dass einer der Spieler eine Waffe bei sich hatte. Gott, sind das Vollidioten. Ja, ich hatte hier Silvester auch Vollidioten vor der Wohnung. Ja. Auf der einen Seite haben sie direkt am Straßenrand ein Lagerfeuer angezündet, weil sie zu faul waren, ihre Böller selber anzuzünden, haben sie also einfach so prr, prr, immer reingeschmissen. Und auf der anderen Straßenseite standen dann noch so ein paar betrunkene Vollpfosten, die ständig vor die Autos gesprungen sind, damit die dann erstmal anhalten mussten und dann Böller auf die Autos geschmissen haben. Wir hatten dann hier noch, wir hatten auch Spaß hier noch. Das könnt ihr aber glauben. Ja, passend zum Thema This is the Police und so, wollte ich das einfach mal kurz erwähnt haben. So, da schicke ich meine Top-Leute hin. Ja, Samadi und Kochi, die sind einfach mit Abstand meine besten Leute. Die könnte ich auch niemals trennen. Ich meine, theoretisch wäre es das Sinnvollste, die zu den jeweiligen Schichtleitungen zu erklären. Aber dieses dynamische Duo, die sind von Anfang an dabei. Die begleiten uns von Anfang an und die werde ich jetzt bestimmt nicht auseinanderreißen. Einer der Kämpfenden hat eine Bierflasche an der Wand zerschlagen. Er führt das abgebrochene Ende wie ein Messer. Sein Gegner packt seine Hand sowie seine Kehle
und ruft etwas. Wir machen erstmal einen Warnschuss. Der Verhaftete schlägt einen Polizisten und versucht zu entkommen. Taser. So macht man das und nicht anders. Auf dem Küchenboden liegt die Leiche eines Mannes und daneben sitzt eine kaum ansprechbare Frau mit einer Schachtel Streichhölzer in den Händen. Es riecht stark nach Gas. Ja. Erstmal das Fenster öffnen. Aus dem benachbarten Zimmer ist Weinen zu hören. Die Tür ist abgeschlossen. Tür aufbrechen und die Kinder auf die Straße führen. Alter Falter. Hier passiert teilweise schon richtig krasser Scheiß. Zwei Immigranten trinken auf einer Parkbank Alkohol und singen laut auf Bulgarisch. Alle Passanten, die dies kommentieren, bekommen den Mittelfinger gezeigt. Na, das ist um 23:30 nachts, ist das auch nicht mehr unbedingt notwendig, oder Leute? Mirat Iwase, schaut euch das nochmal an. Und wir kriegen ja gleich wieder die Ergebnisse unserer täglichen Ermittlungen rein. Einmal im Mord, 3 neue Schnappschüsse. Unsere ersten 3. Angriff mit einer tödlichen Waffe. Was war das nochmal? Wo ich, ach, das war das mit den Fußballspielern, ne? Da können wir ja unsere Leute nochmal hinschicken. So, Annahme von gestohlenen Waren. Wir haben alle nötigen Schnappschüsse zusammen. Wie sieht das aus mit den Ermittlungen? Ist Kang heute vor Ort? Ich kann mir das immer nicht merken. Nein, Kang hat Morgendienst. Dann werden wir den Fall auch erst in der morgigen Schicht, sprich am Tag 99, bearbeiten. Ja, ich rede teilweise ganz schön geschwollen und wulstig hier, schwulstig auch in meinen Sätzen. Aber irgendwie muss ich ja die Stille füllen, in der hier im Spiel gerade nichts passiert, ne? So, dann erledige ich da noch die Sache mit den Fußballspielern, weil um 2 Uhr nachts muss man natürlich noch auf der Straße Fußball spielen. Was soll man denn um die Zeit sonst machen, ne? Fuck! Ach du Scheiße! Wie konnte das denn jetzt noch passieren? Oh nein! Und wieder so, oh Mann! Auch ihr könnt mich alle mal spielen, du bist scheiße! Ich hab doch gesagt, es läuft viel zu gut. Die nächste Katastrophe wartet direkt hinter dem Horizont. Und ein einfaches Fußballspiel hat gerade 4 meiner Beamten getötet. 2 davon mit einer Professionalität von über 500 leckt mich doch am Arsch. Und ich habe nicht mal die Gelegenheit, jetzt hier großartig die Schichten umzustellen. Fuck. Ja, die sind alle tot. So, kann ich hier... Ich kann natürlich aus der anderen Schicht auch nicht einfach Leute hier rüberschicken. Weil das wäre ja zu einfach, wenn ich das jetzt noch machen könnte, um die Schichten gleich auszugleichen. Nein, die Leute müssen morgen erstmal zur Arbeit kommen, damit ich denen dann sage, dass sie den nächsten Tag in der anderen Schicht arbeiten, also 2 Tage hintereinander, damit sie auch ja den zweiten Tag nicht zur Arbeit kommen, weil sie zu müde sind. Das ist so ein bisschen doof. Aber na gut. Es ist so, wie es ist. Wir haben total verkackt. Jetzt ist die Stadtverwaltung bestimmt wieder sauer auf uns. Ja. Daumen runter, Daumen runter. Läuft doch. Oh, wenigstens ist Samadi und Kochi nichts passiert. Ich glaube, das hätte ich nicht ertragen, wenn die wegen eines beschissenen Fußballs draufgegangen wären. Gut. Leute, danke fürs Zuschauen. Das war This is the Police für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, euch auch in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir versuchen, das auszubügeln, was gerade eben noch so katastrophal schiefgelaufen ist. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.